Hallo, die Ehre miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weideack, den Demeterjacks aus Mittelfranken. Leute, im Moment ist echt alles Mist. So, ich vermisst von A nach B. Super Beschäftigung, sag ich bloß. Sehr schön. Nee, das kommt jetzt hier weg von der Fläche. Da haben wir jetzt frisch gemäht, dann kann ich schön drauf fahren. Mach nichts kaputt. Und kommt jetzt zu einem Strohhaufen. Da haben wir ein bisschen Stroh. Und dann wird das Ganze mit dem Miststreuer, da hilft mir dann der Klaus, ui, da haben wir aber aufgeladen, he? Da kriege ich dann vom Klaus den Miststreuer, wenn der jetzt dann nach dem Dreschen sein Mist ausfährt, dann werden wir mit seinem Miststreuer die Miete auflegen, das heißt immer schön mischen, Mist und das Stroh, wahrscheinlich ein Teil Mist, zwei Teil Stroh, was deutlich mehr Stroh ist. Dann legen wir es zu einer Miete auf und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Am besten bester Kompost. Das Ganze wird dann mit Präparaten natürlich gespickt. Da muss ich mich jetzt auch noch die Wochen drum kümmern. Heute am besten oder morgen. Der Baldrian. Der Baldrian blüht. Da steigen wir jetzt dann gleich mal aus. Ich habe am Wegesrand schon einen gesehen. Habe auch ein bisschen einen versteckten, den will ich nehmen. Wer ihn nicht kennt, ich zeige ihn euch. Ansonsten haben wir jetzt wieder ein paar Tage schön. Das heißt, dann nutze ich das. Das will ich jetzt machen, den Mist wegfahren. Mein Weidezaun darf ich jetzt aber mal aufstellen. Da wird jetzt dann nächste Woche oder Ende der Woche wird es regnen. Das passt eigentlich dann perfekt, dass ich dann nochmal schön die Pflocken im Boden reinbringe, weil alles weich ist. Und dann schauen wir mal, was es weiterhin so bringt, das Wetter. Ups. Wenn man total verwirrt am eigenen Haus vorbeifährt. Naja, es geschehen Dinge, die mich nichts angehen. Ja, genau, den Weidezaun aufstellen, den Weidezaun in Eckpfosten oben. Ich verlinke das Video nochmal hier oben. Auch nochmal reparieren, den hat schon wieder reingezogen. Also, da muss ich glaube ich echt einfach 5 Jahre lang Stück für Stück immer Mineralbeton reinschmeißen und dann sollte nichts passieren. Und jetzt fahren wir hier Fuhre Nummer 2. Ja. Mal gucken, ich fahre das jetzt mit dem Einachser. Also mal kurz mit dem Vater plaudern, der steht da am Wegesrand. Da! Vater-Sohn-Gespräche für heute auch erledigt. Ja, zweite Fuhre habe ich rausgefahren. Ich fahre jetzt mit dem Einachser, fahre vielleicht dreimal mehr, zweimal mehr. Ich meine, das sind 5 Minuten hier einmal über die Straße drüber. Aber der ist halt deutlich schöner und einfacher sauber zu machen als der große Tandem, wo es der reinkrebeln muss und alles mögliche. Deswegen nehmen wir einen Einachser. Aber ja. Da haben wir auch wieder Fläche.
Gier, seht ihr das? Ah, wunderschöne 4 Hektar, die kommen jetzt auch ab 15.08. wieder zurück zu uns. Da haben wir eine Nutzungsvereinbarung, am nächsten Jahr wieder bei uns angemeldet. Eine von 4 Flächen, die noch oder wieder kommen. Da stand auch was von dem Lischgras. Das wurde von der Trocknung abgeholt. Das wurde aber erst im Juli gemäht. Da denke ich an einen Schnittzeitpunkt drauf gehabt, vom 1. Juli. Deswegen wurde das so spät gemacht. Und dann schauen wir mal jetzt, was damit noch passiert. Es war auch ein bisschen nass, als die großen Tridem-Anhänger kamen. Siehe Spuren im Boden. Großer Manitou, der Pferdenleser. Wie heißt er? Nein. Da werden wir dann wahrscheinlich die Mist wieder hinmachen. Aber jetzt fahren wir erst einmal. Das bis alleine. Da sind wir wieder leer. Dann fahren wir da ran, laden das nächste auf. Achso, im Wald wieder wollte ich zeigen. Hier am Wegesrand, da haben wir noch. Da haben wir den Gurten. Kriegen wir ihn her. Okay, her. Leicht rosa. Hier diese, oh, duftet wie Sau. Man erkennt es ja hier an den leicht rosa-lila Blüten, an den Spitzen. Das ist er. Da nehmen wir dann den Blütenkopf, schreddern den durch den Fleischwolf, drehen den durch und dann wird das Ganze einfach nur in einem Tuch, in einem Socken oder whatever ausgedrückt. Dann hat man einen Baldrian. Ein Baldrian-Präparat, das ist eigentlich das einfachste Präparat in der Herstellung, das du haben kannst. Ja, erzähle ich dann später noch mehr dazu. Aber jetzt fahren wir erstmal den Mist fort. Jo, da steht der Hänger. Verbogen. Ich und der Mist. Das hat echt der Teufel gesehen. Jetzt habe ich schon nicht mehr Miststreu. Ich verlinke hier nochmal Massaker. Es gibt ja 2 Massakers. Jetzt habe ich ja kein Miststreu mehr. Und ich kriege es immer noch hin, diesen Hänger hinzumachen. Ich werde nicht mehr. Also ich werde wahnsinnig. Ja. Das habe ich dann trotzdem Tandem angehängt. Schön war vorhin, als ich gesehen habe, dass ich mit dem Vater plaudert habe, habe ich gesagt, ach, hätte ich doch den Tandem angehängt. Dann müsste ich nicht so oft fahren. Dann sagt er, naja, jetzt ist schon so. Einen zweiten saust er jetzt nicht mehr ein. Ja. Dann haben wir den zweiten eingesaut. Hey. Ja, beim Rückwärtsfahren, beim Abkippen, hängen geblieben, verbogen, geht nicht mehr zu. Das ist jetzt nicht in 2 Minuten erledigt. Deswegen haben wir jetzt den eingesaut. Der Haufen ist jetzt mal weg. Der Wagen ist voll. Das kippen wir jetzt noch ab. Und dann ja, mal ganz über sauber, mit 2 Kipper sauber machen. Den Platz hier, den. Da läuft die Sabbe raus. Den Platz hier räumen wir noch anderweitig auf. Da komme ich mit der Mistschafe nochmal. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass bei dem Abkippen, das ist ja auch ein blöde Schräge, dass mir da nicht nur irgendwas kommt. Aber jetzt nehme ich euch mit.
Schauen wir mal, wie er von innen ausschaut. Ich hoffe nicht allzu schlimm. Dann kratzen wir das noch raus. Ah ja, schaut gut aus. Das schaut gut aus. Es gibt echt so Montage. Heute ist Montag. Oh, die Klappe. So. Gabel sauber. Tandem sauber. Einachser sauber. Und diese Krümmung hier ist nicht normal. Oh, da ist immer nur Dreck dran. Scheiß Dreck hier. Mann, ich kann kotzen. Es gibt echt so Tage, egal was machst, du nimmst so ein Kabel von der Aufhängung und alles ist nur verknotet. Du gehst auf den Bulldog auf und haust den Kopf an. Es gibt echt so Tage, die könntest vergessen. Naja, die Bordwand werden wir schon irgendwie wieder richten. Das ist alles sauber gemacht. Das ist wieder so eine 2-Stunden-Aktion, die 5 Stunden dauert hat. Und gleichzeitig ist nur die Feuerwehr unten im Dorf und macht Übung. Und ich habe hier oben kein Wasser mehr. Meine Güte, meine Herren, meine Herren. Aber da gibt es eine Lösung. Prost mir ab. Ich habe jetzt definitiv ein Bierchen braucht. Naja, jetzt fülle ich gerade noch das Wasser hinten für den Gemüsegarten gleichzeitig nur, während der sauber. Weißt, dann denkst du dir, jetzt mache ich hier oben, mache ich das sauber und währenddessen füllen wir das. Ja, jetzt hast du halt bloß einen Schlauch da. Ne? Also entweder oder. Der muss da nochmal runter, muss den Schlauch holen, das sind so Sachen. Und jetzt liegt hier der ganze Barz noch. Den kehren wir jetzt mal zusammen auf den Haufen. Und dann räumen wir die ganze Wohnung zusammen. Ja, es gibt so Tage. Morgen ist Dienstag. Ich freue mich auf Dienstag. Servus, da machen wir bald Baldrian wahrscheinlich. Und wie gesagt, Weidezaun und alles Mögliche noch. Und da haben wir jetzt mal eine Schüssel voll Baldrian. Ne? Nicht zu verwechseln mit Schafgarbe und so weiter. Es gibt viele von diesen weißen Doldenblütler. Bei denen ist halt noch, dass sie einen leichten lila Schimmer haben. Und die Blätter sind eher so Rucola-artig am Stiel entlang. Wenn es dann so ganz dünne Fäden werden, das ist dann eher die Schafgarbe. Aber ich bin mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass das alles hier Baldrian ist. Und den versuche ich jetzt mal hier durch den Fleischwolf zu drehen und dann durch diesen wunderbaren alten löchrigen Pumasocken durchzudrücken. Keine Ahnung, was das wird, wie ergiebig das aus dem Material ist. Schauen wir mal. Man nehme einen Büschel hiervon. Es greift zumindest mal an. Ja, doch. Da kommt schon was raus. Und das sollen wir dann noch pressen. Mhm.
So, jetzt haben wir hier das fein gewolfte. Und das stecken wir jetzt in den Socken und pressen es aus. So ist die Anleitung. Mal schauen, was da rauskommt. Aber das wird doch nicht mehr als die Schüssel, oder? Ich tue es jetzt mal trotzdem hier in diesen Eimer rein, aber ich glaube nicht, dass das so viel wird. Gucken wir mal. Ganz wichtig ist natürlich, dass das ein Socken der Firma Puma ist. Der muss dann auch zum richtigen Mond, wenn der Wassermann im Stier steht, hergestellt werden. Aber das könnt ihr beim Hersteller anfragen. Das ist überhaupt kein Thema. Nur dann funktioniert es. Oh ja, da kommt was raus. Ha. Also ich habe jetzt doch vor der Mama nochmal ein Tuch genommen. Der Socken ist durch. Jetzt schauen wir mal. Wenn wir den Rest da noch Asse bringen. Und da haben wir es. Das Seilbier. Natürlich biologisch, weil es ja nur Klosterbrauerei. Prost. Es ist mittlerweile 9:45 am Abend. Da darf ich mir das gönnen. Präparat ist durchgepresst. Und ebenfalls in der Bierflasche, aber in der kleinen. Das sind jetzt ca. 200 Milliliter. Baldrian Essenz, das ist ja pures Konzentrat. Ich habe es jetzt, wie gesagt, die Blüten, ihr habt es gesehen, im Fleischwolf dreht und dann ausgepresst. Man kann es auch in Wasser einlegen oder einen Auszug halt machen. Aber so ist jetzt das Konzentrat. Da brauchst du Schnapsgläsel von, wenn überhaupt. Aber für was braucht man das eigentlich? Es gibt ja, ihr habt es ja gesehen oder schon öfter gesehen, ich verlinke auch nochmal irgendein Präparate-Video. Es gibt so zwei Hauptpräparate, den Hornmist, wo ich meinen Mist nochmal von vorne angefangen. In der Demeter-Welt geht ganz, ganz viel um die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ganz viel aus dem eigenen Betrieb, aus dem eigenen Umfeld, von den eigenen Flächen wieder da reinbringen. Ein Kreislaufwirtschaft ist jetzt nichts Unbekanntes. Das heißt, dass ich halt schaue, dass ich so wenig wie möglich Stoffe aus dem Betrieb rausfahre und eigentlich alles so gut wie möglich hier drin lasse. Beim Demeter-Präparat geht es natürlich ein bisschen mehr ums Energetische, ums, ja, ich will jetzt das Wort spirituell nicht in den Mund nehmen, aber es geht ein bisschen mehr um die Energien, die da drin sind. Und deshalb die zwei Hauptpräparate, Hornmist, Hornkiesel. Hornmist, ich fülle Mist meiner Tiere in ein Horn. Das Ganze wird über den Winter vergraben, im Herbst eingegraben, im Frühjahr so um Ostern rum wieder ausgegraben. Dann hast du humöse Walderde, die nichts mehr mit Mist zu tun hat. Das kann man ausbringen. Dann noch den Hornkiesel, ist im Grunde ein ganz, ganz fein vermahlener Quarz. Der Hornmist ist eher für den Boden, der Hornkiesel eher für das Blatt. Was das alles bewirkt, das wird das Video sprengen, aber für alle, die es nicht glauben, es gibt mittlerweile wissenschaftliche und nicht von Demeter-Leuten, sondern auch wissenschaftliche Abhandlungen, dass das Zeug auch wirklich wirkt. Und dann gibt es eben noch Kompostpräparate, das Eichenrinde, Schafgarbe, Brennnessel, Kamille und eben auch der Baldrian. Und das sind dann Präparate, Kompostpräparate nennt man die. Die sind dann eher dafür da, deine Mistmiete zu präparieren, um dann den Kompost, den Mist aufzuwerten, sagen wir es mal so. Und unter anderem eins davon ist das Baldrian-Präparat. Das ist ein Präparat, das man eigentlich in jeden Hornmist oder Hornkiesel Rührvorgang mit reinnehmen kann, einen kleinen Schuss. Ist einfach was Wärmendes, was Umhüllendes, was Ausgleichendes, was einfach alles ja,
nochmal schön in den Flow, in den Mittelweg reinbringt. Und ansonsten ist es auch, regt den Phosphorstoffwechsel an im Boden, ist auch ganz, ganz wichtig. Und das ist dann was, wo man ein bisschen den Kompost am Ende noch ein bisschen weihräuchert, beziehungsweise wieder Papst ein bisschen drüber streut. Es ist das erste Mal, dass ich es selber mache. Es ist grundsätzlich so bei den Kompostpräparaten, dass ich die nicht selbst mache, weil die sehr, sehr aufwendig sind. Das eine in die Hirschblase, das andere in Schädel, um Gottes Willen. Da haben wir einen sehr, sehr guten und engagierten Demeter-Betrieb hier in der Nähe, wo wir uns alle immer zusammentreffen und die Präparate zusammen machen. Und dann kann man sich da immer wieder was holen. Der Baldrian ist halt verdammt einfach. Pflücken, Fleischwolf, durchpressen, fertig. Ich werde mir das nächste Mal gucken, dass ich irgendwie eine kleine Vorrichtung habe, um das besser zu pressen, weil es mir jetzt wirklich sowohl den Socken als auch das andere Tuch ein bisschen zerstört hat. Aber wenn ich irgendwo mal eine kleine Presse oder so finde, dann wäre das auch nicht verkehrt. Gut, dann krass. Geruchsfernsehen. Also ich glaube, ich werde heute Nacht sehr, sehr gut schlafen. Ich bin mega entspannt. Baldrian kennt man ja auch als Arzneipflanze. Auch einfach zum Beruhigen, zum Runterfahren. Ich habe es die ganze Zeit in die Hände gehabt, ich rieche die ganze Zeit. Ich glaube, heute Nacht werde ich schlafen wie ein Baby. Und das liegt nicht an dem, sondern an dem. Ja, was gibt es noch zu tun? Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, aber irgendwie bin ich gerade ein wenig durch und ein wenig durcheinander. Das mit dem Fernsehen stresst. Was ist Stress? Das sind viele Sachen, wo man einfach Termine planen muss. Das Wetter hält dann in Schach. Man kann wirklich nur zu Schlagzeiten 2 Tage die Woche irgendwie was draußen machen. Der Rest ist verregnet. Ich habe Gott sei Dank mal heuer schon mal drin. Aber trotzdem beeinflusst mein Handeln natürlich auch das Wetter oder umgekehrt das Wetter mein Handeln. Ja, viel zu tun noch die Woche, aber gerade bin ich irgendwie drüber, durch. Dürfen wir mal sagen, oder? Dass gerade echt jede Menge viel ist. Die Kinder brauchen gerade viel Aufmerksamkeit. Die Familie allgemein, die Arbeit, wo es Geld verdient wird, die Arbeit, wo es ausgegeben wird, also die Landwirtschaft. Ja, ich habe so eine To-Do-Liste. Ich werde ein wenig sentimental, wenn ich hier diesen Baldrian schnüffel. Schön. Der kommt jetzt an die Präparatekiste. Das heißt, Präparatekiste ist auch eine Art, wo jetzt nicht unbedingt der WLAN-Router daneben steht. Es geht um Energien. Da ist jetzt, sind solche Sachen Strahlungen auch nicht gut. Da habe ich eine schöne Kiste. Die mit Kokosfasern kann man mit Torf oder mit Kokosfaser immer ein bisschen isolieren, dass das ein bisschen abgeschirmt ist und einfach sein Nest leert. Gut, dann freue ich mich jetzt wieder natürlich auf haufenweise Kommentare, was ich hier für einen Schwachsinn betreibe. Aber ich kann es nur immer wieder sagen, Leute, Demeter hin oder her, Demeter ist Punkt 1 ein Bio-Verband. Das heißt, wir arbeiten nur biologisch. Das ist schon mal fein. Und da muss ich sagen, die Präparatearbeit und diese energetische Arbeit, da muss jeder für sich sein Ding finden, ob er das wichtig findet oder nicht. Aber ich finde, solche Sachen erden einen wieder, bringen den Blick zu dem Hoforganismus, den Hof als Organismus sehen, und nicht als wirtschaftlichen Betrieb, auch an einer gewissen Stelle. Aber man kommt einfach, es ist so viel Arbeit mit, wie reagiert meine Pflanze auf mich und auf das, was mein Umfeld gerade tut. Und das heißt nicht, dass andere Dinge falsch wären. Das ist halt mein Weg, unser Weg, das ist der Demeter-Weg. Und den finde ich nicht verkehrt. Da kann man jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, das ist okay. Aber man muss es auf keinen Fall schlecht reden, weil es ist die härteste Bio-Richtlinie, die wir haben. Und dadurch haben wir eigentlich Lebensmittel, die auf höchstem Standard gemacht sind.
da arbeiten manche Demeter-Betriebe so und dann manche so. Der eine nimmt es ernster, der andere nicht so. Aber im Grunde kann ich bei Demeter voll darauf vertrauen, dass da nichts dran ist, dass da nichts drin ist. Genauso ist es aber auch Bioland, Naturland, Biokreis und so weiter. Alles super, alles gut. Und das ist jetzt halt unser Extra noch, wo wir sagen, ein bisschen was anderes müssen wir immer machen. Und dann Spinner haben es schon alle wegen die Demeter, sonst würden sie es nicht machen. Ich habe euch ja von meinen Plänen erzählt, die ich die Woche noch vorhabe. Salbe nicht dran. Wir haben einen gefunden. Er ist da. Ist er da auch? Da ist er, oder ist das Ameise? Da ist er auch. Eieiei. Uiuiui. Nicht mal schönes Wetter da. Kiefern. Ja, schauert euch jetzt dann nochmal genauer, aber jetzt. Also der ist auch noch. Oder ist nicht der zweite auch gleich oder was? Okay. So der. Sind da die zwei auch? Ach, ich bin ja gerade erst angekommen hier. Jetzt schauen wir mal auf. Ey. Da haben wir 4 Stück gefunden im Vorbeifahren. Der Vater war auch gerade da, der hat es gleich angesprüht. Ich war noch unterwegs. Wir haben Auto angeschaut. Ja, da ist er. Der Dicke. Der da. Oh, der zwar. Der. Ha, und unten auch noch ein Dicker und ein Dünner. Schaut's mit dir aus? Nix. Ja Leute, auf geht's! Packen wir's! Das Video wird wieder durch die Decke gehen. Mach einfach in den Titel rein. Dicken Borkenkäfer fällen. Und zack, sind die Klicks da. Los geht's. Nummer 1, Nummer 2, Kernfaul, könnte passen. Na, erstmal die zwei mal aus. Der Vater kommt dann noch nach und kommt gleich mit dem Rückenwagen. Oh, mei. So. Pitschepatsche nasse, perfektes Wetter. Nein, es hat nicht geregnet. Ja, ausgastet ist das Ganze jetzt einmal. Den Kernfallen muss ich mit dem Rückenwagen erstmal wegheben, ob der wirklich noch Kernfall ist. Da, wo ich ihn abgesägt habe. Und das andere ist schon Oschi. Der wird auch nochmal ein Riesending. Und die zwei, naja, das ist normale Ware. Ah ja, ich hoffe mal, das war's dann. Jetzt gehen wir einen Schluck trinken. Jetzt muss ja der Vater beikommen. Und dann kann man da weitermachen. Der Abfuhr-Express ist da. Kommentar war, oh, haben wir schon lange nicht mehr gearbeitet damit. Super, Vater. Hätte ich nicht gebraucht. Ja, nein. Ist da.
Aber ja, so ändern sich ja die Pläne immer wieder. Jetzt fahren wir mal ein bisschen ab. Problem ist, im Ort sind jetzt so die Feuerwehrprüfungen, heute der letzte Tag. Das heißt, viel durchfahren, viel abfahren können wir jetzt heute nicht mehr. Aber es ist jetzt 6:30. Aber morgen weitermachen. Nein, es ist jetzt dein Helm ist oben. Da drum liegt der Helm. Es ist jetzt nicht morgen. Papa hat gesagt, wir dürfen noch nicht heim. Jetzt lacht er. Ja, jetzt sägen wir halt die zwei nur ab. Und dann ist dann Feierabend, Papa? Ja. Dann ist Feierabend. Den sägt jetzt der Papa, damit ihr auch ein bisschen was seht. Aber nicht Kernfall. Nicht. Genau gesehen wir den Auto. Obacht! Perfekto. Ah, Kernfall der Wing. Ja, nur ich sehe. Hat schon ein wenig erkannt. Servus! Wer kennt die Fläche noch? Ich verlinke, Starkholz machen. Ja, also unten sind wir fertig. Das waren da glaube ich 8 Stück, 7-8 Stück. Und jetzt haben wir da oben, beziehungsweise der Nachbar, mit Plauder habe ich gesagt, so da unten ist sauber, sagt er, schau mal nur dann auf. Und es ist echt der Hammer bei dieser Witterung, du siehst am Stamm nichts. Es ist nicht möglich, dass du da irgendwie ein bisschen vorher was ahnen kannst. Das renkt immer alles wieder weg. Und du siehst das halt einfach an den Kronen. Jetzt schauen wir mal, ob man da mit dem Licht, ob ihr das auch seht. Kopfhörer weg. Der hier, Krone schon kaputt. Der hier, Krone schon kaputt. Also die beiden sind es noch. Der hier, kaputt. Drei haben wir jetzt schon raus. Ich dachte, es wären 8. Mal gucken, oder sind es bloß die 6? Ja, 3 haben wir schon weg. Hier 2, hier ein wenig dickern. Was ist denn jetzt noch? Oder ist der da drunter auch noch? Mal schauen. Man sieht schon, also hier ist Westen, da siehst du gar nichts. Und jetzt schauen wir mal, an einem habe ich schon zumindest minimal noch was gefunden. Ja, aber das ist gar nichts mehr. Ja, und du siehst da hier null. Die sind ja unten, die ersten Stücke, Rinde noch total fest, überhaupt kein Thema. Ja, hier siehst du was, hier siehst du irgendwas. Mini. Ja, aber das fällt ja nicht auf, wenn du auf Käferbaumsuche bist. Also da. Oder ist der dahinter noch? Muss ich auch noch mal gucken. Aber ich glaube, das kriegen wir heute noch in den Griff. Schauen wir den da ran. Also mit der Sonne. Schauen wir, was der da erzählt. Was der uns erzählt. Ja, der auch. Das ist das. Auch er hier darf auch noch weg. Also sind es jetzt noch 4, was ich sehe. Oh, der Fahrer hat gemeint 8 waren es. Den sehe ich jetzt gerade nicht. Den 8. Ja, weiter geht's. Noch haben wir 20 Festmeter. Irgendwie geht es schnell, aber. Und klingt jetzt nicht alles so böse, aber es ist halt letztes Jahr, das war ja geballter vom Haufen.
deswegen fühlt es wahrscheinlich jetzt gar nicht so schlimm an. Wer weiß, wie es halt weitergeht, wir hoffen, wir sind dann fertig. Wie gesagt, da unten haben wir angefangen, vorgestern. Und es ist halt schon letztes Jahr dahinter der Wald stark betroffen gewesen. Also nicht von uns und wir liegen jetzt genau dazwischen. Da oben geht es eh schon wieder seit Wochen weiter. Ja, und irgendwann kommt er halt da her. Ich hätte jetzt gesagt, mache ich mal mit so einem Spitzzeug da weiter. Und dann arbeiten wir uns langsam vor. Jetzt ist der Arno, wo geht denn der dann hin? Der ist ja richtig bescheuert hier. Ja, ich mache jetzt trotzdem mal den wahrscheinlich. Passt, aber wie 80%, aber der kann voll. Wenige, die nicht, kann voll. Naja, der hier, das hat mein Vater noch gesagt, das Spielzeug da, der und der. Und dann war es das für den Käfer für dieses Jahr, mehr kommen wir nicht mehr. Und dann kämen wir wieder in den Liegestuhl. Also, ausrasten, Stück für Stück raus, Seilwinde. Fertig. Ja. Ja. Glauben wir, oder? Glauben wir. So, und jetzt machen wir. So, die lagern wir hier draußen, die fahre ich mal raus, weil da mit dem vollen, mit dem Stammholz den Weg hinauf, mit dem Rückewagen nichts. Eine Fuhre haben wir schon weg.
Da hinten legen wir Kronenmaterial und Äste hin, was wir jetzt für uns auch nicht mehr brauchen können. Wir gehen ja immer davon aus, dass es nicht so viel wird wie letztes Jahr. Deshalb kleiner Haufen. Häckseln und weg. Wir machen weiter und schauen wir mal, wann es ein Ende nimmt. Der letzte. Jetzt ist halber vier. Jetzt haben wir tatsächlich den letzten. Der ist ja mit der oder der größere wieder. Und den werden wir jetzt da, wo er steht, den werden wir jetzt aber rauswärts schmeißen. Mal runterwärts im Berg. Das ist scheiße, da wo der steht. Das ist zwar blöd, weil man dann immer gegen die Richtung ziehen muss, aber besser, wie wenn er uns da unten runterkugelt. So, ich reiche dem Sägenmeister den Helm. Und dann dürfte er mal wieder zum Abschluss. Kurze geheime Lagebesprechung, er wird nicht aufgeschmissen. Vater will es wissen. Wir werden dann da dazwischen reinschmeißen. Und dann können wir ihn schwuppdiwupp dann aufziehen vom Arsch aus. Soll er machen. Wenn er es nicht schafft, fahre ich heim. Und lassen ihn da. So, Keilerei. Was sind sie? Ich hol schon. Haben wir einen Deckard? Sagst du? Nein, sag du. Du bist die Wette gewinnen. Also der wird zum Abschluss nicht einfach. Hängt auch leicht nach unten. Aber mit Keil kriegen wir das hin. Hoff ich. Darüber muss er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Seh ich weg, seh ich. Oh, der geht, der geht, der kommt. Perfekt, nein. Und mit Kernfalker. Der Koppen ist abgebrochen, aber das ist wurscht. Der hat sich noch mal betteln lassen. 7 Minuten 40 hat die Aufnahme gedauert. Schuld war aber der Keil, der erste Keil auch nicht gescheit drin war. Irgendwo hat der woanders neu drin. Aber perfekt reingeflogen, Wette gewonnen. Und damit verabschieden wir uns mit dem letzten Baum. Den räumen wir noch auf. Und dann hoffe ich, hat es euch mal wieder im Juli gefallen, dass wir uns im Wald dann abgeschwitzt haben. Abgesägt, oder? Ein Zentimeter Bruchleiste, 0,8 Zentimeter. Ich denke, dass er ja. Nein. Also liebe Leute, macht's gut miteinander. So einen schönen Start in die neue Woche. Klickt's auf Gefällt mir, teilt's, kommentiert's. Habe deri.